Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Teil GTA San Andreas im Singleplayer. Wie ihr seht, das ist jetzt noch die gleiche Aufnahmesession, beziehungsweise ich habe gerade einen kleinen... Was ist da denn los? Hat die Straßenbahn einfach mal den Polizisten überfahren? Kann ich die Waffen einsammeln? Nö. Aber auch geil. Fängst den Teil an und hast gleich blutige Schuhe. Egal. Nee, was wollte ich jetzt sagen? Genau, es ist noch dieselbe Aufnahmesession. Ich habe halt nur einen kleinen Break gemacht. Und ja, beim letzten Mal haben wir den Staatsanwalt so ein bisschen dazu, wie sagen wir es mal? Wir haben ihn zu einem Drogensträfling, keine Ahnung, gemacht, indem wir ihm einfach mal so ein bisschen Marihuana in den Kofferraum gelegt haben. Und dann wollen wir mal gucken, wie es hier bei CJ seinen eigenen Aufträgen weitergeht. Deconstruction. Hey, homies. What up, Carl? What the fuck is going on? Do I look like a hooker to you? What? Those assholes keep saying shit to me. Who said this to you? The construction workers up that hill. I'ma fuck them up. Nah, hold up. I got this. I need to go teach him a little respect, huh? That's right. Yeah. I've been thinking about getting me some new land anyway. Das klingt doch schon mal nett. Verjage die Baufirma, ist klar. Zerstöre alle Baucontainer und erledige den Vorarbeiter. Mit Baufahrzeugen kannst du den Baucontainer besser zerstören. Ja, ich versuche es einfach mal. Zerstöre die Baucontainer, dazu wirst du einen Bulldozer brauchen. Da haben wir doch einen Bulldozer. Nehmen wir den einfach mal. Vorsicht, malte die explosiven Fässer. So, das Ding ist im Wasch. Ups. Scheiße. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Mein Bulldozer brennt. Sind noch drei Bull... Ey, hörst du wohl auf, mich hier anzubumsen, du Idiot? Hey, hallo? Hört ihr wohl auf? Hört ihr wohl auf? Hallo? Hallo? Jetzt steht da auch noch so ein blödes Pickup-Ding im Weg. Nein! Scheiße! Scheiße! Wisst ihr was? Ich lade einfach mal eben schnell meinen alten Spielstand, weil ich keine Lust habe, da hinten ganz komplett zurückzulaufen. So. Außerdem habe ich so erst meine Waffen wieder. Ich weiß, ist eigentlich ein bisschen ja getrickst, aber egal. So, das haben wir schon gehört. Verjage die Baufirma. Ja, kenne ich. Habe ich schon gehört von... Ja. Ja. Ich glaube, ich lege jetzt erstmal den Vorarbeiter um, bevor ich mich hier den Baucontainern widme. Aber was habe ich denn eigentlich noch an stärkeren Waffen? Geil, ich habe noch eine Panzerfaust. Wie geil ist das denn? Muss mal kurz da hochklettern. Wo ist denn dieser blöde Vorarbeiter? Kann mir das mal einer verraten? Oder sitzt der da hinten auf dem anderen Dozer? Okay, da ist er. So, C war ducken. Yes, I'm a maniac with a gun. So, egal. Go ahead, make me hurt. Scheiße, das funktioniert nicht. Egal. Schnapp ich mir jetzt den Dozer. Na, hört ihr wohl auf, mich hier zu verfolgen, ihr Idioten. Wo kommen die auf einmal alle her? Hallo? 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 Hört ihr wohl auf hier? Hallo? Dann fahre ich da halt rückwärts durch. Ist mir egal. So.
Alter, wie steuert sich dieses Teil hier eigentlich, ey? So, da habe ich mich jetzt leicht verfahren. Wo geht das denn hier weiter, hallo? So, sehe nix. Aua. Hey, hallo, nicht auf mich schießen. Hört ihr mal auf. So, noch einen Baucontainer. Diesmal sollten wir nicht diese komischen Fässer treffen. So. Das war das. What's all that damn clatter? Holy crap, I didn't see nothing. LOL. LOL. Alter. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Hallo? Kann man einer den Pickup vor meiner Schaufel wegtun? Hau ab da. Hallo, könnt ihr mal aufhören, auf mich zu schießen? Oder ist diese? Nee. Ach doch, das war die. Dann kurz die Kamera wieder. Hallo, hau ab da! Nee, das war doch die da hinten. So, jetzt nicht selber ins Loch fallen. Das wäre ein bisschen suboptimal. Oh Gott, no! So, die ist da reingefallen. So, und jetzt muss ich hier erstmal ein bisschen was erledigen. Also das geht ja mal gar nicht, Leute. Nicht auf mich schießen. You wanna get shut up, huh? So, Leute, lasst mich einfach in Ruhe. Lasst mich in Ruhe, ihr trefft mich eh nicht. So, Zementlaster. Rückwärts vorm Loch. Jetzt wird's lustig. Ich betone dir den Vorarbeiter ein, ich glaub's ja nicht. LOL. Wieso muss ich gerade an Jimmy Hoffa denken? Müsste mal bei Wikipedia suchen. Der ist auch irgendwo in einem Footballstadion, glaube ich, versenkt worden. La 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 la. Was ist das denn wohl denn da jetzt? So. Was heißt das Symbol da? Hm, Tab. Yeah, what? Yo, man! It's Jethro, dude! Hey, Jethro, what up? Well, I was talking to Caesar and, don't get me wrong, dude. I mean, you are one out there dude when it comes to driving, man. But Caesar, he told us how many cars you get through, dude. And me and Dwayne were like, whoa! What is your point, Jethro? No, no point, man. No point. Just that there's an advanced driving school, like, just up the road from the garage, man. Like in Doherty. Driving school? Man, exactly what you trying to say, man? Nothing, man. Nothing. It was Dwayne's idea. I think you're, you know, cool and shit. I better go, CJ. I'll see you later. Hey. Okay, dann wollen wir doch mal eben kurz in die Fahrschule reingucken. Ich hatte eigentlich überlegt, den Teil jetzt zu beenden, aber wäre, glaube ich, auch ein bisschen kurz geworden. Und deswegen gucken wir uns noch mal eben schnell die Fahrschule an und dann mache ich danach dann Feierabend. Hier ist auch noch ein Haus, was wir kaufen könnten. Habe ich jetzt aber gerade keine Lust zu. Und dann einfach mal Fahrschule checken. Sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Monster Trucks. Irgendwelche Cabrio, Coupe, Sportwagen, der Slam Van. Okay. A man should be like a bull seal. Ah ja. Muss ich jetzt nicht verstehen. So. Back to school. Welcome to the Advanced Driving School. To pass, you must score bronze or higher in all 12 tests.
To view a demonstration of each test, please use the TV over there. Passing a test will unlock the next test in the training program. You can come back and check your scores or take new tests at any time. Wollen wir doch mal ausprobieren. So, ich denke mal hier. 360, erreiche 70% oder mehr zum Bestehen, das ist kein Problem. Start-Leertaste. Einfach vorwärts und rückwärts und rechts. So, 100%. Yay. Das ist doch super. So. Weiter mit Leertaste. Der 180er, also quasi die Handbremswendung. Das ist jetzt auch nicht so das Problem, glaube ich. Versuche ich einfach nochmal eben. Das war jetzt nicht so ganz optimal. Da habe ich mich ein bisschen vertan. Das versuche ich nochmal. Weiter Leertaste, verlassen Eingabe. Machen wir mal weiter. Ist auch nicht so optimal. Endrichtung, Endposition, Schaden, Gesamtergebnis, also 90%. Ich versuch's noch einmal. Da habe ich jetzt nämlich nur Silber. Und ich hätte doch schon gerne Gold. Scheiße. Na. Der Wagen wird einfach nicht schnell genug. 94%, das ist auch schon nicht schlecht. Nein. Na, Kacke. Das war zu früh in die Eisen gegangen. Egal. Eingabe verlassen. Ist das kontrolliertes Schleudern? Gibt's denn noch? Nur das? Na, probiere ich das noch. Ich fahre lieber gegen den Uhrzeigersinn. Ja, Gold. Wenn ich das jetzt nicht ganz verstanden habe, egal. Reifenplatzer. Geplatzte Reifen ist kein Problem. Das versuche ich nochmal, das war ein bisschen verwirrend. Das muss doch zu schaffen sein hier. Hallo. Das gibt's doch gar nicht. Fünf Prozent das... La la la. Na, 71. Wir haben zumindest die 70% geknackt. Haben wir das ganze Ding in Bronze. Denk mal, ich werde die auch irgendwie offscreen nochmal machen. Weil das ist alles ziemlich zeitraubend und gehört ja auch im Grunde genommen nicht ganz zur Story. Deswegen werde ich das hier auch eben abbrechen. Und mich dann wieder Richtung Heimat begeben. Und da dann entsprechend speichern. Und dann wirklich gleich mal das Rendern anstellen. Wie gesagt, das dauert ja eine ganze Weile. Also alles in allem bin ich bei so einem GTA-Teil ja, mit Rendern ungefähr eine Stunde. Vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger. Je nachdem, wie lang der Part wird. Und hochladen, ja auch so in der Regel zwischen 1 und 3 Stunden zugange. Also könntest, das ist dann doch schon ein bisschen aufwendiger. Und
Warte mal, habe ich an den Scharfschützengewehr? Nee. Sonst hätte ich auch nur eben schnell das mit dem Mond gezeigt, was in jedem GTA-Teil drin ist, aber das werde ich mal machen, wenn ich einen Sniper irgendwo finde. So, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich für heute und in diesem Sinne, bis denn, tschüss!